Kapitel 12, der Maroni-Mann. Es war Winter geworden. Um das Hexenhaus heulte der Schneesturm und rüttelte an den Fensterläden. Der kleinen Hexe machte das wenig aus. Sie saß nun Tag aus, Tag ein auf der Bank vor dem Kachelofen und wärmte sich den Rücken. Ihre Füße steckten in dicken Filzpantoffeln. Von Zeit zu Zeit klatschte sie in die Hände und jedes Mal, wenn sie klatschte, sprang eines der Holzscheite, die in der Kiste neben dem Ofen lagen, von selbst in das Feuerloch. Wenn sie aber gerade Appetit auf Bratäpfel hatte, so brauchte sie nur mit den Fingern zu schnalzen. Da kamen sofort ein paar Äpfel aus der Vorratskammer gerollt und hüpften ins Bratrohr. Das wär's, gell? Dem Raben Abraxas gefiel das. Er versicherte immer wieder aufs Neue, so lässt sich der Winter gut aushalten. Aber die kleine Hexe verlor mit der Zeit allen Spaß an dem faulen Leben. Eines Tages erklärte sie missmutig, soll ich vielleicht den ganzen Winter lang auf der Ofenbank sitzen und mir den Rücken wärmen? Ich brauche mal wieder Bewegung und frische Luft um die Nase. Komm, lass uns ausreiten. Was? Rief Abraxas entsetzt. Wofür hältst du mich eigentlich? Bin ich ein Eisvogel? Nein, diese Lausekälte ist nichts für mich. Besten Dank für die Einladung. Bleiben wir lieber daheim in der warmen Stube. Da sagte die kleine Hexe, na schön, wie du willst. Von mir aus kannst du zu Hause bleiben. Dann reite ich eben allein. Vor der Kälte ist mir nicht bange. Ich werde mich warm genug anziehen. Die kleine Hexe zog 7 Röcke an, immer einen über den anderen. Dann band sie das große, wollene Kopftuch um, fuhr in die Winterstiefel und streifte sich 2 Paar Fäustlinge über. So ausgerüstet schwang sie sich auf den Besen und flitzte zum Schornstein hinaus. Bitterkalt war es draußen. Die Bäume trugen dicke, weiße Mäntel. Moos und Steine waren unter dem Schnee verschwunden. Hier und da führten Schlittenspuren und Fußstapfen durch den Wald. Die kleine Hexe lenkte den Besen zum nächsten Dorf. Die Höfe waren tief eingeschneit. Der Kirchturm trug eine Pudelmütze aus Schnee. Aus allen Schornsteinen stieg der Rauch auf. Die kleine Hexe hörte im Vorüberreiten, wie die Bauern und ihre Knechte in den Scheunen das Korn droschen. Rum pum pum, rum pum pum, machte es da. Auf den Hügeln hinter dem Dorf wimmelte es von Kindern, die Schlitten fuhren. Auch Skifahrer waren darunter. Die kleine Hexe sah ihnen zu, wie sie um die Wette bergab sausten. Kurze Zeit später kam auf der Straße ein Schneepflug gefahren. Dem folgte sie eine Weile nach. Dann schloss sie sich einem Schwarm Krähen an, der zur Stadt flog. Ich will in die Stadt hineingehen, dachte sie, um mich ein wenig warm zu laufen. Inzwischen war es ihr nämlich trotz der 7 Röcke und 2 Paar Fäustlinge ziemlich kalt geworden. Den Besen brauchte sie diesmal nicht zu verstecken, sie schulterte ihn einfach. Nun sah sie aus wie ein ganz gewöhnliches altes Mütterchen, das zum Schneeräumen ging. Niemand, der ihr begegnete, dachte sich etwas dabei. Die Leute hatten es alle eilig und stapften mit eingezogenen Köpfen an ihr vorüber. Gar zu gern hätte die kleine Hexe wieder einmal einen Blick in die Schaufenster der Geschäfte geworfen. Aber die Scheiben waren ganz mit Eisblumen bedeckt. Der Stadtbrunnen war zugefroren und von den Wirtshausschildern hingen lange Eiszapfen. Auf dem Marktplatz stand eine schmale, grün gestrichene Holzbude. Davor stand ein eisernes Öfchen und hinter dem Öfchen stand, mit dem Rücken zur Bude, ein kleines, verhutzeltes Männlein. Das trug einen weiten Kutschermantel und Filzschuhe. Den Kragen hatte es hochgeklappt und die Mütze hatte es tief ins Gesicht gezogen. Von Zeit zu Zeit nieste das Männlein. Die Tropfen fielen dann stets auf die glühende Ofenplatte und zischten. »Was machst du da?« fragte die kleine Hexe das Männlein. »Siehst du das nicht? Ich
Rate Maroni. Maroni? Was ist das? Kastanien sind das, erklärte das Männlein. Dann hob es den Deckel vom Öfchen und fragte sie, möchtest du welche? 10 Pfennig die kleine Tüte und 20 die große. Der kleinen Hexe stieg der Duft der gerösteten Kastanien in die Nase. Ich möchte ganz gern einmal davon kosten, aber ich habe kein Geld dabei. Dann will ich dir ausnahmsweise ein paar umsonst geben, sagte das Männlein. Bei dieser Bärenkälte wirst du was Warmes vertragen können. Das Männlein schneuzte sich in die Finger. Dann langte es eine Handvoll Kastanien aus dem Bratrohr und tat sie in eine Tüte von braunem Packpapier. Die gab es der kleinen Hexe und sagte, da, nimm sie, aber bevor du sie in den Mund steckst, musst du sie abschälen. Dankeschön, sagte die kleine Hexe und kostete. Die sind gut, rief sie überrascht und dann meinte sie, weißt du, dich könnte man fast beneiden. Du hast eine leichte Arbeit und brauchst nicht zu frieren, weil du am warmen Ofen stehst. Sage das nicht, widersprach das Männlein. Wenn man den ganzen Tag in der Kälte steht, friert man trotzdem. Da hilft auch das eiserne Öfchen nichts. Daran verbrennt man sich höchstens die Finger, wenn man die heißen Maroni herausholt. Aber sonst, meine Füße sind ein paar Eiszapfen, sag ich dir. Und die Nase erst. Ist sie nicht rot wie eine Christbaumkerze? Den Schnupfen werde ich nie mehr los. Es ist zum Verzweifeln. Wie zur Bekräftigung nieste das Männlein schon wieder. Es nieste so herzzerreißend, dass die Holzbude wackelte und der Markt davon widerhallte. Da dachte die kleine Hexe, dem können wir abhelfen. Warte mal. Und sie murmelte einen Zauberspruch, aber heimlich. Dann fragte sie, ist dir immer noch kalt an den Zehen? Im Augenblick nicht mehr, sagte das Männlein. Ich glaube, die Kälte hat etwas nachgelassen. Ich merke es an der Nasenspitze. Wie kommt das nur? Frag mich nicht, sagte die kleine Hexe. Ich muss jetzt nach Hause reiten. Nach Hause reiten? Habe ich etwas von Reiten gesagt? Du wirst dich verhört haben. Muss wohl so sein, sprach das Männlein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte die kleine Hexe, und danke schön. Bitte sehr, keine Ursache. Bald danach kamen 2 Buben über den Marktplatz gelaufen, die riefen, schnell, schnell, Herr Maronimann, jedem von uns für 1 Zehner. Jawohl, bitteschön, 2 mal für 1 Zehner. Der Maronimann griff in das Bratrohr, aber zum ersten Mal in seinem ganzen langen Maronimann-Leben verbrannte er sich an den heißen Kastanien nicht die Finger. Er verbrannte sie sich überhaupt nie mehr. Und es fror ihn auch nie mehr an den Zehen und auch an der Nase nicht. Und der Schnupfen war für alle Zeiten wie weggeblasen. Und wenn er doch einmal wieder niesen wollte, so musste der gute Maronimann eine Prise Schnupftabak nehmen.